Halloi und herzlich willkommen. Heute koche ich mal vegetarisch. Heute gibt es mal ein leckeres Süßkartoffel-Kichererbsen-Curry. Ich serviere dazu Reis. Wer Reis nicht so gerne mag, kann natürlich auch ein bisschen Brot dazu geben. Ich benötige dafür heute 750 Gramm Süßkartoffeln. Dann habe ich hier ungefähr 750 Milliliter Pizzatomaten. Das sind zwei kleine Dosen gewesen. Dann zwei Dosen Kichererbsen, eine Dose Kokosmilch, etwas Olivenöl. Dann habe ich hier ein wenig Ingwer, einige Kaffeelimettenblätter, ein wenig Knoblauch, wer es scharf mag, auch noch ein bisschen Chili, ein paar Koriandersamen, die werde ich nachher noch mörsern, eine rote Paprika, zwei rote Zwiebeln, die Limette, da brauche ich nachher nur den Saft und natürlich noch etwas Salz. Die Süßkartoffeln habe ich jetzt schon mal in Würfel geschnitten, dann auch die Paprika klein geschnitten und auch die Zwiebel. Dann habe ich mich nochmal umentschieden, ich nehme jetzt kein Olivenöl, ich nehme jetzt hier Rapsöl. Dann habe ich den Knoblauch klein geschnitten, den Ingwer klein geschnitten und Koriander im Mörser gemahlen. Als erstes gebe ich natürlich das Öl in den Topf, lasse das kurz warm werden. Dann gebe ich die Zwiebelchen dazu, rühre das einmal ein bisschen durch. Ja, ich kann so ein klein bisschen Farbe annehmen. Wenn das dann so ein bisschen anfängt, Farbe anzunehmen, dann kommt auch der Knoblauch damit bei. Und auch schon der Ingwer. Dann kann auch noch ein bisschen Koriander gleich damit zu. Ich nehme jetzt hier nicht alles. Das kann man nachher nochmal abschmecken. Dann kommt die Paprika damit rein. Das auch ganz kurz anbraten. Und dann kann auch die Süßkartoffel damit zu. Das jetzt alles einmal schön durchrühren. Und auch ein Momentchen anbraten. Durch zwischendurch nochmal durchrühren. Ein paar Röstaromen dürfen da ruhig dann stehen. Im Moment kann es noch. Ja, und wenn das dann alles so gut angebraten ist, dann kann das abgelöscht werden, und zwar mit den Tomaten. Und gut durchrühren. Ich stelle das jetzt erstmal auf kleine Flamme und lasse es einen Moment so vor sich hin brutzeln. Zwischendurch dann ruhig immer mal wieder umrühren. Wenn man jetzt das Gefühl hat, das ist ein bisschen zu trocken, dann gibt man einfach noch einen kleinen Schuss Wasser mit dazu. Ja, das sollte so ein bisschen, ja, blubbern. Und das tut es hier auch. Also ich mache jetzt hier erstmal kein Wasser mit bei. So, jetzt sind das ungefähr 5 Minuten. Jetzt gebe ich hier auch schon mal meine Kaffeeblättchen mit rein. Und die Chilischoten, das sind getrocknete, die habe ich einfach ringsrum so ein bisschen angepiekst. Und dadurch geben sie dann auch so ein bisschen Schärfe ab. Man kann natürlich auch frische nehmen, das ist idealer, hatte ich aber heute leider nicht. So, dann rühre ich das jetzt hier einmal nochmal schön durch. Die Süßkartoffel hat jetzt auch schon so ein bisschen, ist schon so ein bisschen weicher geworden. Und dann können jetzt auch die Kichererbsen damit bei. Und die Kokosmilch. Und das Ganze dann nochmal schön durchrühren. Und dann lasse ich das Ganze jetzt mit einem leicht geöffneten Deckel, ja, so 20, 25 Minuten noch mal leicht, ganz leicht simmern. Ja, und zwischendurch immer wieder mal rühren. Ich habe das jetzt hier mittlerweile auf meine Simmerplatte gestellt, weil es mir hier zu stark gekocht hat auf der direkten Flamme. Ich habe jetzt auch noch mal abgeschmeckt. Jetzt kann auf alle Fälle noch ein bisschen Salz ran. Und dann gebe ich noch ein wenig Zimt mit bei. Ja, das braucht nicht viel, das muss man auch nicht machen. Ja, dann noch mal gut durchrühren. Ja, wenn das dann gut eingeköchelt ist, der Reis fertig ist, und auch die Kartoffelchen weich sind, dann schmecke ich das jetzt nochmal mit Limette ab. Ja, ich habe es auch zwischendurch nochmal ein ganz, ganz kleines bisschen nachgesalzen. So, dann kann das untergerührt werden.
Und dann kann auch schon angerichtet werden. Als erstes gebe ich dann eine Portion Reis rauf. Das mache ich mir immer in so einen ganz normalen Trichter hier rein. Das sieht immer ganz nett aus. Dann kommt vom Curry drauf. Noch ein bisschen was Grünes, eigentlich frischer Koriander. Aber den habe ich heute nicht. Und schummel so ein bisschen und mache einfach ein bisschen Petersilie mit dazu. Dann noch so ein paar Chili-Fäden. Und noch ein bisschen grob gemahlenen Chili. So sieht das Ganze jetzt aus. So werde ich das jetzt servieren. Ich denke mal, es wird wieder sehr lecker schmecken. Ich wünsche jedenfalls viel Spaß beim eventuellen Nachkochen. Einen guten Appetit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!